Puls? Hallo, eins, zwei. Oh ja, fuck, Alter. So eine Scheiße. Bruder, es knallt rein. Wir haben falsch. Ja. Hast du ein Intro gemacht? Nee, noch nicht. Deshalb legen wir jetzt los. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute trainieren wir Push und zwar mit Johnny. Es hat schon mal gut angefangen, du hast den größten Scheißtrick gemacht. Schön, nein, du machst jetzt nicht schneller. Wir laufen jetzt erstmal schön warm, 10 Minuten oder auch schnell 10 eine Minuten. Halbe. Schnelle 10 Minuten und dann starten wir gleich rein. Heute zuerst Schultern, dann Brust, richtig wegfetzen. Warum? Hä? Schultern? Schultern ist meine Schwachstelle und wir wollen natürlich 3D-Dells haben, deswegen fange ich mit der Schulter an, bin dann richtig warm und gehe dann rein ins Drücken. Ich auf jeden Fall merken, Scheiße. Science-Based-Shit heute. Nichts schwer und falsch, sonst gibt's direkt eine Faust. Also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin Oldschool-Bodybuilder und es gibt bei mir nur schwer und falsch. Ja, heute nicht. Booster ist auch am Start. Und zwar Goat, neuer Geschmack, kommt bald raus, mit Goat Pump vermischt. Heute habe ich das letzte Training in meinem Mesozyklus, bedeutet 600 Milligramm Koffein habe ich am Start. Ganz viel Pump-Booster. Heute geht's richtig ab, ein paar Gummibärchen. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der ersten Übung. Viel Spaß, Leute. Let's go. So, wir starten jetzt mit der ersten Übung und zwar Seitheben. Wichtig beim Seitheben ist, schaut, dass die Maschine bzw. das Drehgelenk von der Maschine auf eurem Schultergelenk ist. Bei mir ist es ein bisschen komisch, weil ich groß bin, deswegen werde ich in die Knie gehen. Dann beim Seitheben Ellenbogen vor dem Körper nach vorne schmeißen und nicht so anwinkeln, weil sonst trainiert ihr sehr, sehr viel aus dem Nacken, sondern die Arme so steif wie möglich halten und wegschmeißen. So wenig Schulterblattbewegung wie möglich zulassen. Klar, oder euer Schulterblatt bewegt sich natürlich, weil es ein gewisser Apparat und Rhythmus dahinter liegt, aber wir sollen versuchen, so wenig wie möglich aus dem Nacken zu crunchen und dann machen wir uns jetzt schön warm. Das ist eine richtig geile Oldschool-Maschine und die einfach richtig reinhaut, gell? Ja. Ja. Julie übrigens auch am Start, wird heute durch unser Training geführt. Schauen wir mal, wie viel der Kollege mitmacht, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Arme noch ein bisschen weiter durchstrecken. Aber wir merken auf jeden Fall, ja, hier kommt perfekt an. Heute haben wir auf jeden Fall 8 Sätze Seitheben. Wir werden hier 4 machen und dann suchen wir uns eine andere Maschine, würde ich sagen. Maschine? Ja. Kein Scheißheben mit Kurzhanteln? Seitheben. Können wir danach auch machen, je nachdem, wie wir Bock haben. Aber wir die Maschine richtig schön Feeling reinbekommen. Johnny schaut echt krass, die übergeht voll gas in seinem Ziel. Komm mal. Hol dir. Jawohl. Ein bisschen Hilfe. Drei, noch. Eins, zwei. Oh ja, fuck, Alter. So eine Scheiße. Bruder, es knallt rein. Wir haben falsch. Ja. Das sind die Raps, die 10, Leute. Und, was soll ich jetzt tun? Schwer und falsch? Schön. Schön. Sonst verletzt du dich gleich und bist morgen am Arsch. Stell dich nicht, wenn ich dir greife, ne? Ja. Hier, schön hier rein, ja? Ja. Hier in den Cut rein, komm. Tief in den Cut und in den Muskel, komm mal. Hoch. Ja. Hoch. Hoch. Komm. Weiter. Hoch damit, Kai. Come on, Kai. Komm. Nur zwei. Ja. Oh. Boah, hast du okay gespottet? Fuß denkst geil, ja. Ich finde, Leute, wenn ihr beim Seitheben oder sowas spottet, versucht beim oberen Teil mitzugehen, damit er wieder langsam runtergeht. Ich finde ja. So geil. Ja, schöne negative Seitheben auch mitnehmen, ja. Okay, das war die erste Übung. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Übung. So, Leute, zweite Übung, Seitheben mit der Kurzhantel. So, fokussieren wir uns darauf, die Arme fast durchzustrecken und die Hantel schön nach vorne wegzuschmeißen. Willst du mir zeigen vielleicht? Ja, genau. Also die Arme nicht anwinkeln, sondern so ungefähr leicht beugen. Und dann schön nach vorne wegschmeißen, immer darauf achten, der Ellbogen befindet sich vor dem Schultergelenk. Denn so seht ihr, bam, arbeitet ihr perfekt in die seitliche Schulter rein. Sagen wir, machen jetzt. Weißt du, was ich auch geil finde? Ihr müsst mal versuchen, die Schulter nicht jetzt auszukugeln oder sonstiges, ja? Aber so abzukapseln. Schau, wenn ich so mache und dann abkapsel, kommt es perfekt zur Geltung. Ja. Und ich versuche das auch beim Seitheben dann hier so. Bam. Also wirklich. Ja, ist doch krank, Alter. Und Ronnie Coleman hat es so gemacht. Er hat auch so gemacht. Er hat so gemacht, das ist so eine geile Ausführung. Also, scheiß Ausführung, aber so eine geile Ausführung, wenn du so aussiehst, natürlich wie er. Ja, der Ronnie Coleman kann Treppen laufen und baut Beine auf. Wir machen jetzt den nächsten Satz.
Wir machen hier noch 3 Sätze und dann geht's weiter mit den Titten. Also mit der Brust, da habe ich richtig Bock drauf. Heute nur Maschinentraining, weil ich für die Brust nicht mehr so viele freie Übungen mache, weil ich halt sehr, sehr spezifisch für die Brust trainiere. Aber es wird auf jeden Fall mega, mega nice und ihr werdet es auf jeden Fall feiern. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich bei der nächsten Übung, und zwar Brustpresse liegend. Einer meiner Favorites für die Brust. Seid auf jeden Fall gespannt. Jetzt gibt es nämlich fetten Brustpumpen. Also, wichtig hier, Griff auf Brust, auf Nippelhöhe ungefähr. Ja. Dann Brust groß machen. Mach die Brust groß, ja, super. Und dann? Genau. Schauen, dass die Ellenbogen auch relativ gut unterm Gewicht sitzen, wenn ihr drückt, so wie bei Julie, genau. Ja. Yes. Ein bisschen die Ellenbogen drunter nehmen. Ja, genau, genau. Und richtig schön die Brust groß machen und Fokus, dass die Brust richtig aufgestretcht wird. Ja, genau. Perfekt. Für die Brust, Bruder. Kannst du noch ein bisschen weiter nach unten rutschen. Ich finde, deine Schultern gehen ziemlich weit nach oben. Ja, genau. Lass die Schultern unten, Bruder. Ja. Beides? Okay, dann gebe ich dir 1 Kurve jeweils, okay? Ja, passt. Aber du weißt, mit dem hier musst du... Du kannst mir was Kugel im Mund holen, mir ist egal. Einfach weg, Schulter. Perfekt. Zack. Und? Okay. Kommt bald raus, Mango Soda, Bruder. Bisschen Werbung. Ein bisschen Werbung. Dankeschön. Wir machen geholfen, oder? Oh. Für die Anabolität. Perfekt. Oh, warte, ich muss niesen. Gut, Pup, Bruder. Also, erster Satz. Brustpresse, 4 Blades drauf. 4 Blades. 8 Kilo. Ja, genau. Fokus, schön negative. Auch schön die Dehnung mitnehmen. Und einfach nur richtig mit Gefühl in die Brust rein. Ohne Schwung, mit sehr viel Feeling. Schwer und richtig. Perfekt, 9 Wiederholungen rausgehauen. Ihr habt gesehen, richtig schön Feeling, wenig Schwung, richtig Dehnung mitnehmen und durch die Brust. Oh, schickere Übung. So, Johnny macht den letzten Satz. Schön negative Länge. Mehr negative. Yes, und Power, drück. Yes, da gehen noch 2. Come on. Eine noch, Vollgas. Vollspeed, komm. Drück, drück, drück. Ja, ja. Ja, verkrampft, man trägt das wieder, Alter. Ungesund. So, Leute, erste Brustübung durch. Als nächstes Schrägbank drücken und zwar hier schön für die obere Brust. Ist natürlich immer gut, wenn man von der Seite auf der Bühne eine schöne aggressive obere Brust hat, deswegen die Maschine jetzt am Start. Natürlich auch wieder richtig schön mit Feeling und wenig Schwung. Ich greife hier immer so, dass wenn ich starte, ich einen rechten Winkel habe. Griff ungefähr immer auf Nippelhöhe. Könnt ihr euch bei allen Maschinen merken. So habt ihr schon mal einen guten Startpunkt, genau. Und dann einfach mal schauen, rausdrücken, schön nach oben packen. Pumpe ist jetzt schon richtig da, also wie die liegende Maschine, was ich gemacht habe, die Brustpresse. Da fokussiere ich mich auch immer richtig schön, eine große Range of Motion mitzunehmen, damit ich eine richtig krasse Dehnung in die Brust reinbekomme. Denn dann habt ihr ein richtig gutes Feeling und eine große Dehnung erzeugt natürlich auch immer großes Stress und dadurch fließt auch sehr, sehr viel Blut in die Muskulatur. So könnt ihr euer Feeling in der Brust sehr, sehr stark erhöhen. Meine Brust ist einfach nur richtig voll gerade und ich zerlege die jetzt richtig krass mit der Übung. Also setz dich rein, schauen, dass die Griffe sich ungefähr auf Nippelhöhe befinden. Also kannst du ein bisschen höher sitzen. Yes, dann greifst du mal so, dass du hier schon einen rechten Winkel hast. Dann Brust groß machen, Schulterblätter nach unten. Genau, jetzt drück mal raus. Yes, hier Brust. Ich bin gar nicht mit runter. Ja. Das Nippelhöhe ist auch einfach nur so eine persönliche, Hilfestellung, um schnell reinzukommen. Und dann könnt ihr noch ein bisschen feinjustieren, so, wie es da hier passt. Kalt, ja, endgeile Reels, müsst ihr auf Instagram mal gucken. So geile Ausführungsreels, Technikreels. Fließt da sehr, sehr viel Arbeit rein. Ja. 4 Stunden in einem Reel, oder? Ja, so 2 bis 3. 2 bis 3 Stunden in einem Reel, Leute. Krank. Geil. Komm on, Kai. Ja.
Ja, Mann. Ja, drück. Mann, push, 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 push. Ready? Push! Ja. Come on. Aua. So Leute, nächste Übung, und zwar fliegende, um die Brust mal richtig zu zerlegen. Darauf achten, ich zeig's euch gleich. Brust immer schön groß machen, Gewicht rausholen, Brust groß machen, Ellenbogen nach unten reindrehen und dann so schön fliegende. Fühlt sich mega nice an, ich brauche ein bisschen mehr Gewicht und dann zerlegt man gleich richtig krank die Brust. So Leute, irgendwie ist der Flow jetzt raus. Wir haben gerade noch ein Bild gemacht für mein Gewinnspiel. Ist auf meinem Instagram-Account. Könnt ihr natürlich gerne folgen und vorbeischauen. Dort gibt es sehr, sehr viele geile Technik-Reels. Dort ist ein Gewinnspiel. Ihr könnt zwei komplette Boxen gewinnen von dem Birthday Cake. Und zwar vom 25.03. bis zum 27.03. Also von Freitag 0 Uhr bis Sonntag 0 Uhr, also Montag 0 Uhr. Drei Tage lang gibt es eine 4 für 3 Aktion. Bedeutet 4 Produkte in Warenkorb. Ihr zahlt nur 3, richtig nice. Und zu jeder Bestellung gibt es über meinen Code einen Birthday Cake, Riegel kostenlos dazu. Mein Code heißt Kai, also gönnt euch über den, dadurch unterstütze mich und bekommt natürlich immer die günstigsten Preise bei Röcker. Richtig, richtig nice. Wir ballern jetzt weiter, wie gesagt, Johnny ist weg, Julie ist weg, gefühlt sind alle weg. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch meine hintere Schulter. Letzter Satz, Leute. Letzter Satz, hintere Schulter, wird jetzt geballert. Was macht Johnny noch einen Satz? Fullstack, oder? Nee, Alter. Ja, Fullstack. Zeit! Komm. Hilfe! Alter! Ich reiß dir nichts, sonst habe ich kein Gesicht mehr, ey. Okay, reicht, passt. Das war's jedenfalls mit dem Video. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, Bro. Ich bin gespannt, wie der Muskelkater ist. Julie ist nicht mal am Start. Julie hat es zerrissen und er ist auf TikTok unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Danke dir fürs Mittrainieren, Johnny. Danke euch fürs Zuschauen. Könnt Johnny natürlich gerne folgen auf Instagram, auf YouTube und über seinen Athletenlink. Wie heißt der? Johnny. Johnny. Nur Johnny. Johnny unterstützen, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Folgt Johnny und mir auf Instagram. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus, euer Kai. Johnny Cock. Ciao.